Hi, guten Morgen. Wir haben heute Samstag. Also für euch ist es ein anderer Tag wahrscheinlich beim Reinschauen. Ich habe ja gestern an dem Bus gearbeitet, was ich normalerweise freitags mache, wenn mir Zeit dazu bleibt. Jetzt habe ich mir heute Morgen gedacht, ey, ich muss an diesem Schweller weitermachen. Das hat gestern so gut funktioniert und da muss ich irgendwie anknüpfen. Und es ist 4 Grad draußen, es regnet, wir haben Corona, da kannst du eh nichts unternehmen. Also, was mache ich? Gehe an mein Buschen. Was machen wir heute Morgen? Heute Morgen gehen wir als erstes hin und dann wird dieser Träger, der hier unten an der B-Säule innen noch fehlt, der wird noch ergänzt. Und hinten an der C-Säule, das Stück, was unten noch fehlt, das biege ich nach Schweißes drauf. Dann wird der Innenschweller vorne und hinten noch befestigt. Und zu guter Letzt, wenn das alles klappt, wird der Außenschweller und hinten der Radkastenschwellerteil, der wird angesetzt. Dann hätten wir den Hobel auf dieser Seite zu und dann kann ich ein großes Kreuz im Kalender machen, dass das soweit gemacht ist. Ihr seht, an meinem Atem ist es ziemlich kalt hier heute Morgen. Ich habe die Heizung noch nicht angemacht, weil die sonst zu laut wäre für die Kamera. Ja, ich habe heute sogar an meinen Weitwinkel gedacht von meiner DJI-Kamera, habe von meiner Canon EOS 250D, mit der ich gerade diese Aufnahmen hier mache, da habe ich auch an den Akku gedacht, an die Chipkarte gedacht, also heute dürfte alles was werden. Habe sogar die Action-Cam dabei und für die Action-Cam mache ich mir jetzt eine Magnethalterung, dass ich die überall direkt an die Stellen mache, wo wir arbeiten. Und wenn da halt was drauf liegt, ist das alles nicht so problematisch wie bei so einer teuren Canon oder DJI Pocket Kamera. So, dann wünsche ich euch mal viel Spaß heute am Samstag beim Zuschauen. Drückt mir die Daumen, dass wir weit genug kommen und vielleicht findet mir noch die ein oder andere Anekdote zwischendurch ein. Ja? Ciao, bis gleich. Ja, die Lüfter sind an mittlerweile, wie ihr seht. Ich habe mir ja noch was Neues geleistet, einen Weitwinkelfilter für meine DJI Pocket und will euch mal den Unterschied zeigen. Guckt euch mal den Hintergrund an, was man alles sieht. Jetzt kommt der Filter drauf, der wird einfach nur draufgesetzt vorne und dann sieht man natürlich schon gleich viel mehr. Der Bus sieht schön aus. Ich nehme es nochmal ab zum Vergleich. Da ist man sehr nah dran und hier sieht man schon ein bisschen mehr von der ganzen Werkstatt. Ja, also legen wir los. Ja, also drinnen müssten wir jetzt irgendwie noch ein Winkelchen machen, was dann rumgeht und sich mit dem Holm da unten verbindet. Und hier müssten wir auch noch ein Blech drauflegen, wo wir auch den Ansatz hier hinten hinkriegen. Aber ansonsten gefällt es mir schon mal gut. Jetzt fangen wir schon mal an. Jetzt fangen wir an, die Teile irgendwie zu basteln. Ich hole gerade mal den anderen Schweller. Sauber. Das gefällt mir. So. Ja, mir ist gerade eingefallen, der Außenschweller, wenn der heute noch dran soll, müssen wir den natürlich jetzt auch von innen lackieren, damit wir dort das nachher aufsetzen können. Weil es wäre keine gute Idee, das blanke Metall nachher da drauf zu setzen und innen drin dann blank zu lassen, sondern wir lackieren das. Es wird sowieso dann unten gepunktet geschweißt, also haben wir an den Ausstanzungen haben wir dann die blanken Stellen
Und hier oben weiß ich nicht, ob wir stanzen oder ob ich direkt auf die Kante schweiße. Aber das hat nichts damit zu tun. Also hier kann ich schon gut den Lack drauf machen auf dieses Teil. Ich würde jetzt erstmal eine Grundierung aufbringen und dann den Rest. Ja. Diesen Rostio, der ultimative Rostentferner, ist aber von der Firma nur Epoxy-Rostschutz-Grundierung Weißgrau. Ist jetzt keine 2K-Epoxy-Geschichte, wo man nachher irgendwie draufspachteln würde oder sowas, aber ein guter Korrosionsschutz. Der ist jetzt hier drauf. Ich mache dann trotzdem nachher noch einen Lack drauf, damit wir da einfach einen doppelten Schutz haben. Aber das soll jetzt erstmal trocknen und dann schauen wir weiter. Was frei, dann würde ich hier ein Blech drauflegen und das erstmal verschweißen. Dann haben wir da schon mal Ruhe. Ja, weil wir haben ja hier unten die Kante. Okay, dann brauche ich kurz. So, ich schneide das jetzt hier raus, dann habe ich die Kante, da muss ich hier vorne nicht rumschleifen, um die Nähte wegzumachen und kann da nachher auch meinen Winkel wieder ansetzen. Und siehst du, Chris, jetzt kommst du wieder zum Tragen. Ich hätte jetzt beinahe vergessen, das zu lackieren vorher, weil sonst hätte ich ja das Blech jetzt auf das Unlackierte drauf gemacht, was dazwischen vielleicht zu Problemen führen würde.
So, während das jetzt antrocknet, würde ich jetzt hier schon mal die Schiene ein bisschen begradigen, weil das Ding ist schon ziemlich schepp. Jetzt brauche ich einen schönen Hammer und ein Gewicht. Schlage ich die Geschichte nochmal, dann können wir die nämlich auch gleich grundieren. Jetzt kommt wieder das gute alte Osteo. Damit behandle ich das Ding erstmal oben, damit wir nachher Farbe draufbringen können. Die Kontaktfarbe. Das Inox-Spray, das sich auch direkt schweißen lässt dann. So, dann schauen wir mal nach der Farbe. Ist die Trogger? Die ist trocken, perfekt. Dann kam das Blech in Bälde zum Skillen. A traveling show. Oh, huh. So excuse me for getting. Ja, normalerweise würde ich da jetzt nochmal drüber schleifen, aber wir wollen hier keinen Schönheitspreis gewinnen. Naja, da drin ist es auch egal. Also da kann auch eine Schweißnaht mal so aussehen und stehen bleiben. Das ist nicht das Problem. Genau. Das dürfte jetzt von innen, ist es jetzt alles fit. Jetzt brauchen wir nur noch einen Winkel, der von hier rüber geht an die Stelle, um das abzuschließen.
erzählt, das Blech, das ich jetzt bearbeitet habe, ist ein sehr gutes Blech, auch wieder bei Plus Okay bestellt. Die Bleche von Plus Okay scheinen wirklich okay zu sein, weil die auch passen. Also dieser Innenschweller, den habe ich irgendwie von jemand gekauft, der das mal, ja, die sind bestimmt schon 10 Jahre alt oder sowas, oder 20 Jahre alt, die lagen irgendwo in einem Lager. Aber das habe ich gekauft und es hat auch diese Sicken drin, es sieht sehr gut aus. Das Einzige, was Plus Okay vielleicht mal anders machen sollte, wäre die Etiketten, die da drauf geklebt sind, nicht mit solchen brutalen Etiketten zu verwenden oder so einem Kleber. Es gibt heute Etiketten, die kann man locker abziehen. Dieses Ding, dann verkratze ich mir das ganze Blech und muss dann ewig rummachen, bis ich das abhabe. Da solltet ihr vielleicht nochmal bei Plus Okay nochmal gucken, ob es da was anderes gibt. Ja. Ansonsten der Shop von Plus Okay finde ich auch okay. Ich kann ihn ja mal verlinken. Die haben viele gute Sachen da. Das Einzige finde ich, die Beschreibungen der Produkte sind ganz dürftig, also wirklich das Minimale. Da könnte ich wieder als Online-Marketing-Experte sagen, Jungs, schreibt doch einfach mal ein bisschen mehr zu den Produkten. Dann habt ihr ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber den anderen Shops. Und es ist für denjenigen, der irgendwas macht, sehr hilfreich, ein bisschen mehr Informationen zu haben. Ja, also bei Busscheune zum Beispiel, die haben wenigstens in ihren immer so eine Sprengzeichnung, wo man sieht, wo das Teil ist. Bei euch muss man sich das völlig überlegen. Vielleicht wäre das mal eine Idee, da den Text ein bisschen ausführlicher zu machen und so ein Sprengbild dazu, wo welches Teil dazu passt. Gut. Aber ansonsten mit den Teilen bin ich sehr zufrieden. Wie gesagt, ist kein, die machen kein Sponsoring bei mir oder bezahlen mich dafür irgendwie, sondern ich sage einfach nur, wie zufrieden ich mit den Teilen bin. Okay, das habe ich jetzt grundiert und lackiert von innen das Blech. Habe jetzt das andere vorne angesetzt, würde jetzt mal nach dem Winkel schauen. Geht ihr mit? Dann los. Ja, ich habe jetzt hier noch ein Blech, das ich ja auch aus diesem Ersatzteil-Ding habe. Das ist der Schweller von der anderen Seite, da habe ich aber noch einen schöneren. Die Frage ist, schneide ich mir jetzt hier ein Blech raus? Ja, das ist aber auch anders und dann ist es irgendwie angerostet. Das würde ich eigentlich ungern verwenden. Dann schauen wir doch mal nach diesem Teil. Das sieht doch schon deutlich besser aus. Das würde ich ansetzen, würde es da oben dran schweißen. Hier vorne muss ich noch ein Stück wegschleifen von dem Teil, sonst. Time.
schreibe ich hier unten noch den die Linie ab, dass wir da nachher das andere Blech ansetzen können, auch wenn es jetzt ein bisschen früh ist, aber ich kann es dann schon mal lackieren. Das mache ich aber mit dem. Kommen wir zu dem Stück hier. Das wollen wir jetzt aufbauen, dass das hier runter geht. Also so. Dass wir hier eine Stütze haben, die da unten die Verbindung mit eingeht. Oder soweit schon mal da ist. Genau. Das würden wir jetzt mal bauen. Dazu messe ich jetzt das Teil hier aus und guck mal, was wir hier an Blech haben. Also, wir haben hier eine Tiefe von 3 cm und also das ist ein 4-Kant oder ein U-Stahl 3x3. Ich fürchte, dass wir uns das biegen müssen. Ich versuche dann, dass wir hier die Höhe hinkriegen. Eine 15er Höhe, 3x3 cm. Und die Tiefe, hat man ja gesagt, genau 3x3. Und dann gehen wir mal an den Arbeitsplatz, der jetzt nicht so ordentlich aussieht. Die Frage ist jetzt natürlich, wenn wir ein Blech haben und müssen das dann innen reinmachen, aber wie wollen wir es denn innen? Ach nee, innen würde es oben verschweißt werden und seitlich könnten wir es gar nicht verschweißen. Oder wir hätten ein Stück Stahl, also ein Moment. Ja, das ist doch hier perfekt. Wir haben jetzt hier ein Blech, das ist ja 2,5, aber das ist ja okay. Das würden wir im ersten Moment so einbauen, also so reinmachen, dann könnten wir von innen schweißen, so mit dem die Schweißpunkte reinmachen, wo wir dran kommen, und dann würden wir das gleiche Teil hinten aufsetzen, dass es dann hier hingeht, und dann hätten wir dann könnten wir es hinten anschweißen und hätten das dann hier geschlossen. Die Frage ist, reicht uns das? Jetzt müssen wir mal gucken. Naja, wir können es dann direkt, das würde eigentlich reichen. 15? Dann schneiden wir das mal auf 15 ab. So, ich habe das Teil mal gemacht. Ich stelle mir das dann vor. Ah, das kann man dann sogar besser reinfädeln. Hey, cool. Wie gehst du wieder raus?
Das ist die Anne Erfroch. So. Das wäre jetzt das Blech hier. So eine kleine Rundung hier drin. Dann könnten wir das hier oben anschweißen. Und wir hätten das gleiche spiegelverkehrt, was wir innen drin reinbauen. Das können wir doch mal schauen jetzt. Da habe ich mir jetzt ein linkes Teil gebaut. Das kommt jetzt hier rein. Gucken, ob man das so sieht. Sieht man das? Und dann haben wir das rechte Teil. Das will ich gerade mal gucken, wenn wir das jetzt eingebaut haben hier drin. Dann würden wir das hintere ansetzen oder würden wir davor setzen? Ja, wir setzen davor. Dann können wir noch was wegnehmen. Da ist hier drin, dann müssen wir hier löchern, damit wir es mit dem anderen Teil verbinden können. Das muss dann auch lackiert werden. Hier können wir mal genau reingucken. Siehst du das? Seht ihr das? Ja, das Video hat jetzt abrupt geendet. Das ist jetzt auch ein Nachtrag zu dem Video. Wir haben also heute schon 5 Tage weiter als bei der Videoaufnahme. Ich habe leider irgendwie einen Termin gehabt und musste Hals über Kopf weg und hatte keine Zeit mehr, das abzumoderieren oder euch zu zeigen. Die
Geschichte seht ihr jetzt im nächsten Video, wie es weiterging. Hier nochmal nur zu dem Video von letztem Mal. Da habe ich sehr viele Antworten bekommen. Da war es einmal, habe ich natürlich einen großen Fehler gemacht. Ich habe die Autohändlerin beworben, die tolle Videos macht und total begabt und klasse an Autos arbeitet, also Hochachtung. Und habe gesagt, dass sie Nina heißt. Natürlich haben mich viele darauf aufmerksam gemacht, dass sie Gina heißt. Also Gina, die Autohändlerin. Ich verlinke sie nochmal. Ihr könnt dann einfach oben mal draufklicken und könnt euch ihren Kanal ansehen. Sie hat sehr, sehr viele Fans. Ist jemand, die mehr oder weniger keine Werbung auf ihrem Kanal macht, keine Amazon-Geschichten macht oder sowas, weil sie das alles nicht unterstützen will. Wogegen ich natürlich sage, wenn man eine Plattform wie YouTube bedient, unterstützt man natürlich auch Google und Google ist nichts anderes als Amazon. Aber das muss jeder wissen und toll finde ich, dass sie das so durchzieht und dass sie sagt, dass sie das Geld, was sie jetzt über das bisschen Werbung, was sie auf ihrem Kanal hat, Tierschutzvereinen spendet und sowas, vorher im SOS Kinderdorf, also Hut ab, ich finde es total klasse, was sie macht. Ja, also Gina, nicht Nina, entschuldige nochmal deswegen. Ja, dann hat mich der Ronald Seert aufmerksam gemacht, dass ich ja immer oder oft mit dem Winkelschleifer, der Flex oder diesem kleinen Winkelschleifer auf dem Druckgerät ohne Schutz arbeite. Und er da selbst schon schwere Wunden davon getragen hat, wo ihm mal so eine Platte um die Ohren geflogen ist, da hat er natürlich recht. Ich habe das abgemacht, damit ich besser in die Kanten der B-Säule reinkomme, aber eigentlich ist es wirklich sehr, sehr gefährlich und ich werde jetzt versuchen, da immer mit Schutz zu arbeiten. Bei dem Kleinen muss ich mir erst noch was besorgen, aber du hast recht und vielen Dank für diesen Hinweis. Dann kamen noch Hinweise zur Rückwand. Ja, von Carion Orange, dass diese Rückwand, die ich da rausmache, für die Stabilität der Karosserie zuständig ist. Und er das lieber nicht machen würde. Dieser Hinweis ist natürlich gut, weil es ist natürlich so eine Querverbindung da. Ist das gleiche wie bei der Rückbank von den Bussen, die hinten so eine Gesamtverbindung haben. Ich habe mich aber beim TÜV erkundigt und auch bei VW, also dieses Teil kann man rausschneiden. Auch die Rückwand auf dem Beifahrersitz, es gibt dann so ein kleines Dreieck, was man daneben nochmal einschweißt. Die ganzen Westfalia T2 Busse, die hatten ja auch die Drehsitze und hatten keine Rückwand. Rückwand mache ich also raus, habe auch gleich irgendwie zwei Leute gefunden, die sich für die Rückwand interessiert haben. Ich gebe sie auch kostenlos her, das ist kein Problem. Und beim zweiten, der sich dann gemeldet hat, war es leider so, dass ich natürlich die Rückwand schon vergeben hatte. Und er sagt, er sucht schon die ganze Zeit danach. Ich bin abends mal in eBay Kleinanzeigen gegangen, wie ich das immer regelmäßig 30 Mal am Tag mache, und habe dann auf einmal eine Rückwand gesehen. Da habe ich ihm gleich über die Kommentare geschrieben und siehe da, er hat das Ding gekauft. War auch das erste Mal, dass ich eine Rückwand gesehen habe in eBay Kleinanzeigen. Ja. Wie gesagt, ist TÜV-mäßig kein Problem, auch von der Stabilität. Die Radkästen und der Aufbau an sich ist stabil genug bei dem Auto, um das gut zu halten. Okay, weiter. Dann haben wir die Wagenheberaufnahme. Da hat sich der Arnold Keil und Oldtimertronic gemeldet und haben zu Recht gesagt, dass ich eigentlich eine Wagenheberaufnahme mit diesem U-Stahl nicht stumpf aufschweißen darf. Das war mir nicht klar, weil natürlich die Schweißnaht die schwächste Stelle dort ist und die Hebelwirkung das aufreißen könnte. Der TÜV nicht begeistert ist, solche Sachen zu sehen. Oldtimertronic hat mir jetzt empfohlen oder Arnold Keil, ich bin mir jetzt nicht sicher, empfohlen, dort einen U-Stahl nach innen zu setzen und das anzubohren von außen und zu verschweißen. Leider habe ich die B-Säule ja geschlossen beim letzten Mal und kann es jetzt nicht mehr einsetzen. Ich würde vielleicht dann am Ende von außen was draufsetzen und das mit Löchern verschweißen, um das stabiler zu machen. Im Grunde genommen ist es aber so, dass die
das nicht so das Riesenproblem ist, weil die Wagenheberaufhängung ist ja nicht, hängt ja nicht frei und die Last liegt drauf, sondern die Last liegt auf der B-Säule, die ja anständig geschweißt ist und oben aufgestützt ist. Es ist trotzdem natürlich gut, wenn man es richtig macht, und ich finde sowas klasse, wenn ihr mir da irgendwie einen Hinweis gebt und mir da Bescheid sagt, auch wenn ich sehe, dass ich nachher einen Fehler gemacht habe. Also vielen Dank dafür. Ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, das Video, und auch wenn wir wieder das Thema Innenschwelle hatten und B-Säule, und freue mich, wenn ihr weiter meinen Kanal besucht, Abos klickt und ja, Daumen nach oben, das finde ich klasse. Wie auch alles, ich bin jetzt bei 322 Abonnenten, was mich sehr, sehr glücklich macht. Ja, vielen Dank und bis demnächst.